Naja, sprecht. Ihr könntet dem Imperium mitteilen, dass diese Manisektoren, die Symbionten, ihre Wurzeln bereits zu tief in den Planeten gegraben haben. Sagt ihnen, unsere Welt sei verdammt und dass ihre Leute zu ihrer eigenen Sicherheit von ihr fliehen müssten. Die uralten Seelen Aurums flüstern mir zu, dass der Kreuzzug nicht milde wird zu Aurum sein. Wie lange wird es dauern, bis wir nur als Bauern für eure Truppen schuften, bis ihr uns einzieht für eure Feldzüge? Bis ihr uns alles, was diesen Planeten zum Erstrahlen bringt, wegnehmt. Seit Jahren predigt die Aspiranz, der Tod werde bald nach Aurum kommen, und wenn die Armeen eures Imperiums sie nicht aufhalten können, dann mag das wohl stimmen, doch unsere Krieger führen, würden ihre Kriegsplätze gerne bis zum Bersten füllen und ihr Leben im Kampf gegen jeden nur erdenklichen Feind lassen. In der Dienerschaft zum Imperium wird ihnen solcher Seelenfrieden nicht beschieden sein. Wisst ihr, was ein Exterminatus ist? Nein. Wenn es eine Welt gibt, die das Imperium für nicht mehr rettbar erachtet, beispielsweise indem es von Malisektoren so tief durchdrungen und verwurzelt ist, dass es unmöglich ist, diesen Schwürme auszumerzen, dann vollführen wir einen Exterminatus. Das bedeutet, der Tod einer Welt wird vernichtet. Jegliches Leben wird ausgerottet, Kontinente werden zerstört, der Planet selbst wird gespalten. Droht ihr uns? Nein, ich sage euch nur, was passiert, wenn ihr möchtet, dass wir eure Idee vollführen. Wir werden euch nicht in Ruhe lassen. Es wird euch danach tatsächlich nicht mehr geben. Liegt weit außerhalb unserer Entscheidungskraft. Die Gefahr, die von diesen Manisektoren ausgeht, weit darüber hinaus über diesen Planeten. Und jegliche Möglichkeit, dass die sich mehr ausbreiten, muss vernichtet werden. Ihr habt meinen tiefsten Respekt errungen, innerhalb von wenigen Stunden, nachdem ihr so lange Jahre versucht habt. Ich habe noch nie Krieger wie euch gesehen. Ich habe noch nie Krieger hier auf Aurum gesehen, die sich mit euch messen konnten. Und ihr habt Weitblick, der sich über Aurums Himmel erhebt, direkt in die Sterne, von denen ihr kommt. Wenn ihr mir einen Rat gebt, werde ich ihm folgen. Wenn ihr sagt, wir sollen uns anschließen, dann werde ich es tun. Die Zeit wird nicht gut zu Aurum sein. Das, was kommen mag, mag dunkel sein. Doch ohne Schild ist Aurum verloren. Die Frage ist nicht, wann, ob das Aurum zu dem Imperium fällt, sondern wann. Ob wir es erkämpfen müssen, sobald die Tyranniden hier alles an sich gerissen haben und die Geschichte eures Volkes schon lang in Vergessenheit geraten ist. Oder ob ihr gemeinsam mit dem Imperium gedeihen könnt. Und vielleicht sogar die eigenen Reihen, Menschen aus eurem Volk, zu den Brüdern, zu den Engeln des Imperators aufersteigen sehen könnt. Die Wahl liegt bei euch, aber ohne Imperium gibt es keine Zukunft. Großer Kaele, es gibt nicht nur Dunkelheit in der Zukunft. Das Bündnis mit dem Imperium oder der Beitritt mit dem Imperium könnte auch eine neue Ära des mutigen und ehrvollen Kampfes für euer Volk bedeuten. Natürlich habt ihr recht, es gibt im Imperium auch Ausbeutung von Welten, wie ihr sie beschrieben habt, aber man kann dagegen Vorkehrungen treffen. Und gerade mein Orden, die Ultramarines, sind berühmt dafür, dass wir keine ausgebrannten Welten zurücklassen, sondern funktionierende, florierende Welten, die sich ihren Charakter erhalten haben und trotzdem ein Teil des Imperiums werden. Ich würde euch sehr gerne darin beraten. Nehmt euren Rat an. Ihr habt mir bewiesen, dass ihr Gutes tut. Kaele, ihr müsst die Last der Entscheidung nicht alleine tragen. Ruft euren Rat und wir können ihn ebenso überzeugen, wie wir euch überzeugt haben.
Morgen auf der Siegesfeier, die Alkedre für euch vorbereitet, wird der Rat versammelt sein. Ruht euch aus, zieht euch zurück in die Aspiranz oder das Wort des Glaubens. Morgen treffen wir uns in der Siegeshalle und dann wird gefeiert. Geht. Also ich würde mich anbieten, dem Kaele von dem Reich Ultramar zu erzählen, die ganze Nacht von mir aus. Mhm. Dann kannst du noch hinter stehen bleiben, während deine Brüder nach und nach gehen und sich auch in die Aspiranz zurückziehen können. Ihr könnt selbstverständlich dann auch direkt dem Watch-Captain noch einmal die Neuigkeiten berichten, denn das ist ja exakt das, was er hören wollte und das verkürzt dann euren Einsatz, sodass ihr dann nach Leusis aufbrechen könnt. Die 24 Stunden, beziehungsweise, ja, die sind noch nicht abgelaufen und die Siegesfeier, wenn ihr den Rat dann eben auch noch einmal sehen wollt, um eine Infektion hier auszuschließen, dann wird er ebenso abnicken. Und würde sagen, dass er selbst gemeinsam mit einem weiteren Bruder von euch nach unten kommt. Naja, hat nicht einer von uns ein Analysegerät dabei? Ja, ihr habt ein Auspex gekauft. Außerdem hat mein Diagnosehelm die Möglichkeit, Infrarot wahrzunehmen, falls die irgendwie anders ausstrahlen sollten. Auf alle Fälle, ja, ja. Also die haben eine ganz andere Wärmeabstrahlung. Naja, wir sollten auf jeden Fall noch alle unsere Mitglieder vortesten. Ist egal, ob es der alte Priester ist, der schon ewig hier ist, oder die Mitglieder der Garde. Das ist eine gute Idee. Wir sollen die Seuche ja nicht hier wegschleppen. Außerdem haben wir noch eine weitere Mission zu erledigen. Ihr erinnert euch an die Sororitas. Glaubt ihr... Sie wurde infiziert, hat gewusst, was ihr blüht und hat den Freitod bevorzugt. Ich glaube eher, dass ein Vertrauter oder etwas dergleichen sie umgebracht hat, weil sie dem auf die Spur kam. Ein Freitod? Ich weiß es nicht. Dafür kenne ich sie so etwas zu wenig. Der Beschreibung nach würde ich nicht auf einen Freitod setzen. Ich glaube tatsächlich, dass sie irgendetwas aufgedeckt hat und angesichts der Tatsache, dass wir vielleicht zwei mögliche Quellen einer Verschwörung gefunden haben, würde ich argumentieren, dass dies definitiv logischere Schlussfolgerung ist. Ich glaube auch nicht, dass diese flimmernden Lichter, die sie am Abend gesehen hat oder abends sieht, dass wir ja wissen, was das jetzt ist. Der ausschlaggebende Tod war. Es war nur ein Ausflucht oder sonst was dergleichen. Wir sollten vielleicht doch noch einmal den Vater aussuchen. Ja, ich vermute auch, dass er der Verdächtigste von allen Anwesenden ist. Er hat die längste Anwesenheit auf dem Planeten, wenn ich nicht Unrecht habe. Er war einer der Ersten und hat den Ort nie wieder verlassen. Naja, dann folgt mir. Mit diesen Worten würde ich mich aufmachen in Richtung des Haus des Glaubens. Ja, ich stapfe dir direkt hinterher. Ja. Ihr könnt Vater Marius dort im Inneren des Wort des Glaubens in der Sakristei finden, wo er schon einmal mit euch war. Die Kapelle selbst, beziehungsweise ja, Kirche ist es nicht ganz, die Kapelle selbst ist auch leer und verlassen, bis eben Vater Marius. Von den Auranern auch keine einzige Spur. Und er sitzt da gerade und trinkt da wohl ein bisschen Rekaf zum Abend und ist da wohl irgendwelche Energieregel, die er sich reinschiebt. Oh, meine Lords, willkommen, kommt rein. Möchtet ihr auch etwas Rekaf trinken? Oder Tanner? Nein, wir sind eher auf einer offiziellen Mission hier. Ich muss euch um eine Blutprobe bitten. Nun ja, die könnt ihr bekommen. Wunderbar. Ich hoffe, ihr meint nicht mit dem Bolter? Nein, im Zweifel mit der Klinge. Darf ich mich selbst schneiden oder wollt ihr eure Kampfmesser? Ihr seid doch jetzt kein Exekutionskommando. Wir werden sehen. Das werden wir jetzt herausfinden. Was gibt ihr denn für eine Aura von eurem so Geruch von sich? Ich würde mal eine Wahrnehmung würfeln. Ja, kannst nochmal eine Wahrnehmung würfeln. Der 23. Er riecht nicht unbedingt nach Angst. Er riecht nach Mensch, nach altem Mensch.
Du kannst so ein paar Kräuter riechen, die er wohl für seine Kerzen benutzt hat. Auch natürlich so ein bisschen Weihrauch. Alles, was man dann eben so in der Kathedrale findet. Er riecht einfach nach Steinstaub, was es eben in Hallstand eben auch üblich macht, weil hier im Prinzip nur Steingebäude sind. Und ja, er riecht einfach alt. Er hält euch dann seine Hand hin, weiß ich genau nicht, ob jetzt Handrücken oder offene Fläche, und ihr könnt ihn dann ritzen und dann Gabriel herbeibitten, der das Ganze dann durch seine Analyse schickt. Und welche Ergebnisse, nach welchen Ergebnissen soll ich Ausschau halten, Brüder? Naja, alles, was nicht menschlich ist. Naja, und gib mir auch alles andere, was du für ungewöhnlich hältst. Er muss nicht selber infiziert sein und kann sie trotzdem unterstützen. Ja, dann analysiere ich mal sein Blut, wenn meine Brüder das von mir verlangen. Gib mir einen Wurf auf Medizin. 88. Ja, wo ist wenn er kein Fate Space Punkt? Marine ist, dann ist das nicht geschafft. Er ist kein Space Marine. Schicksalspunkt, oder hast du keinen mehr? Doch, ich habe noch 4 Stück, aber ich bin da. Wovor der Geiz? Warum der Geiz? Ja, deswegen der Geiz, mein Freund. Deswegen der Positiv Geiz. Komm, ich schieß ihm direkt in den Kopf. Also, du bist der Meinung, männlich, siehst du in der Blutprobe, du würdest ihn auf zwischen 70 und 80 Jahre schätzen. So sieht er nicht aus. Er sieht, eher sieht er aus wie 70, vielleicht ist er 80, das lässt die Genprobe nicht ganz zu. Vielleicht hat er mal ein bisschen Juvenor bekommen, aber nicht viel. Also er ist nicht 150 Jahre, dafür ist er auch als Priester nicht wichtig genug. Also er ist irgendwie Kreuzzugsfahrer gewesen, war aber auch nie irgendwie besonders hoch im Rang. Also er hat halt keine Juvenor-Behandlung bekommen oder nicht viel Juvenor. Und ansonsten, Mutationen fallen dir keine auf, keine Symbiontengene drinne, nichts, was ihn irgendwie entweder Xenos-artig oder heretisch aussehen lässt. Ja, dann wird Gabriel eine Weile, nachdem er die Probe in seine Servorüstung reingepackt hat, auf stillregend stehen und seinen Diagnosehelm, die Bildschirme auf seinen Diagnosehelm beobachten, bis er alle Ergebnisse hat. Dann dreht er sich einmal zu Wilhelm. Nickt ihm einmal zu, dreht sich um und geht. Das kann jetzt natürlich alles bedeuten. Kann ich einmal auf Menschenkenntnis oder auf irgendwas würfeln, um zu verstehen, was er damit meint? Weil das könnte wirklich beides sein. 96. Allgemeinwissen, Adeptus Astartes. Ich schließe mich 43. Dem oder forschender Blick könnte man auch machen als Wahrnehmungsprobe. Ja, 43 ist eine gute Probe und 16 ist auch eine gute Probe, also vermutlich, so wie du Gabriel einschätzt, hätte er ihn vermutlich selbst irgendwie getötet, wenn er jetzt einem Symbiont wäre, und hätte die jetzt nicht mit einem Nicken die Exekution befohlen, also Gabriel würde ihn dann selber töten. Also ich vermute, das ist einfach seiner Zeit nicht mehr würdig und er hat einfach Besseres zu tun. Naja, dann kann ich euch hier beruhigen, Vater. Es ist kein Exekutionskommando. Ja, da bin ich aber beruhigt. Und dann, ich habe schon von aus der Stadt gehört, dass das Wort wird schnell getragen. Morgen gibt es eine Siegesfeier. Ja, das ist korrekt. Ich hätte noch eine Bitte. Würdet ihr mir noch einmal den Raum zeigen, in dem die Schwester schlief? Ja, der ist auf der anderen gegenüberliegenden Seite, eine kleine Kammer. Kommt mit. Er tritt aus der Sakristei heraus, geht da mal an dem großen Altar vorbei mit dem riesigen Aquila, der auf dich herunterblickt, strafend und gütig zugleich mit seinen beiden Köpfen. Und auf der anderen Seite kannst du dann eine kleine Zelle finden, die im Prinzip nur aus Stein besteht, ein Steinbett, was wohl auch sorgsam sauber zurückgelassen worden ist. Also du siehst, die Decke ist, also es gibt eine Decke und sie wurde dann eben, sorgsam, ordentlich dann, vielleicht wie es eine Adepta Sororita lernt, gefaltet. Habt ihr noch welche von ihren persönlichen Gegenständen, ihr Gebetsbuch?
Ja, die liegen bei mir in der Sakristei drüben. Kann ich euch einmal holen? Moment. Er zweimal alles. Geht einmal wieder zurück, kommt dann nach 2 Minuten wieder und hat nicht nur ein Gebetsbuch, sondern auch einen Rosenkranz dabei. Du kannst sehen, wie es da wohl ein paar Lilien gibt, die sie sich dann in verschiedensten Stellen dann eben auch einsetzen könnte. Also so aus kleinen Metallen. Du kannst dann sehen, wie da auf der Rückseite auch irgendwelche Hautschüppchen zu sehen sind. Beziehungsweise Narbengewebe oder so, dass also da, wo eben eine Sororita sich ihre Lilien einsetzt. Ein bisschen Tätowierwerkzeug. Ich werde dies an mich nehmen, um mir zu gedenken. Ja, es soll euch gehören. Rachael lebt bei uns weiter im Geiste. Und sie ist sicher an der Seite des Imperators, zu seiner Rechten. Ja, wie es ihr Platz ist. Ja. Wisst ihr, ich habe mir bereits schon etwas überlegt. Ich werde morgen, da die 20 ja hier auch in der Religion sind, werde ich morgen berichten. Und zwar von euren Primarchen, was sie alles Gutes geleistet haben. Ihr könnt mir gerne zuhören. Ich weiß schon, wie ich sie erreiche. Vertraut mir. Ja, wenn unsere Zeit dies erlaubt, werden wir das gerne tun. Dann sehen wir uns morgen. Solltet nur nicht das zerstören, was wir aufgebaut haben. Nein, vertraut mir, er winkt ab. Als würdet ihr irgendwelche alten Freunde sein. Ich ziehe meine Augenbraue hoch. Ich vertraue ihm nicht. Ich schlage vor, ihr wartet einen Moment draußen, bis wir mit diesem Raum fertig sind. Ganz wie ihr mögt. Ja, damit geht er wieder nach draußen. Ihr könnt dann auch sehen, wie er sich den Stuhl wieder zurechtrückt und weiter an seinem Rehkraft trinkt. Naja, er scheint offensichtlich nicht infiziert zu sein. Er tut aber auch so, als wären die 20 Teile unseres Glaubens. Ja, das macht mir auch Sorgen. Etwas stimmt an ihm nicht. Ich weiß nicht was. Naja, 20 Jahre auf diesem Höllenloch. Für einen normalen Menschen eine ganz schöne Herausforderung. Vielleicht hat er sich auch von dieser Welt zu sehr beeinflussen lassen. Möchtet ihr in diesem Raum noch irgendwas anderes untersuchen, wenn ihr alleine seid? Ja, ich würde mich zum einen einmal umsuchen, ob er vielleicht die Sororitas vielleicht irgendwie noch ein Versteck irgendwo hat. Mhm. Wo es vielleicht noch Informationsbücher oder Notizen liegen hat. Und vor allem auch mal generell auch mal schauen, ob ich hier eine Spur von Symbionten wahrnehme. Beides nicht. Also weder findest du Spuren oder Gerüche von der Schwester, die ist schon zu lange tot, als auch irgendwelche persönlichen Fächer. Auch wenn du dann ihr Gebetsbuch durchblätterst, findest du keine Eintragung oder so etwas. Tagebuch findest du nicht. Das wirst du dort nicht finden. Vielleicht hatte sie eins, vielleicht hatte sie keins. Aber es riecht hier weder nach Symbionten noch nach Schwester. Aber sie könnte hier selbstverständlich gelebt haben, ist aber schon lange tot. Wissen wir, ob die Schwester zu einem Kampforden gehörte oder gehörte sie zu einem Chirurgus-Orden, das hatte ihr schon nachgefragt. Also sie ist keine, keine Sprachwissenschaftlerin, wie es ja auch hier zu erwarten wäre. Genau, also sie ist auch keine Kampfschwester, sondern sie war Chirurgin. Also kämpfen können die alle, aber sie ist jetzt eben keine, die im aktiven Kampfdienst ist. Ihr wisst übrigens, dass auf Eloises die Bastion der Ekklesiarchie bzw. der Sororitas ist. Also wenn Sororitas ausziehen in diesem Gürtel, dann von Eloises aus, das wisst ihr auch. Naja, wir sollten sicherstellen, dass wir den Rest ihrer Ausrüstung finden und zurück zu ihren Schwestern bringen. Ich denke, die Oraner sind dieses Geschenks noch nicht würdig. Sie könnten auch damit nicht viel anfangen. Das ist richtig, aber nicht mein Hauptproblem. Richtig. Ihr könnt zurückkehren in die Aspiranz und dort dann euren Hypnoschlaf beginnen, euch ein bisschen ausruhen. Habt ja die letzten paar Tage bzw. viele Stunden auch nicht mehr geschlafen, sodass ihr euch tatsächlich dann auch ausruhen könnt. Eine Gehirnhälfte ist selbstverständlich wach und auf Alarmbereitschaft, sollte irgendetwas passieren. Während die andere ausruht, könnt ihr dann so die Nacht verbringen, könnt dann auch die andere wieder ein- und ausschalten.
sodass ihr dann eben auf den Tagesanbruch wartet, bis ihr dann das Donnern eines weiteren Thunderhawks hört, der dann im Tal unter euch runtergeht, und nach einer halben Stunde seht ihr sowohl den Watch-Captain in seiner ganzen Pracht ohne einen Helm mit seiner schwarzen Haut und ein weiteres Mitglied der Death Watch, der wohl ebenso dieses Mal in Schwarz getaucht ist, ein silberner Arm, aber ihr kennt ihn an seinem flatternden Gewand wieder. Ein alter Bekannter, der damals noch in Grün unterwegs war, jetzt auch er an seine Rüstung in Schwarz getaucht, Bruder Skriptor Kalai. Ja, Bruder Kalai tritt leicht versetzt hinter Watch Captain Brand hervor und läuft gemeinsam mit ihm auf euch zu. Seine Rüstung ist jetzt schwarz und silber, mit der schwarzen Schulterplatte, die andere Schulterplatte in Grün und mit dem Symbol der Salamander, dem Kopf eines Lava-Salamanders, und diverse Runen und imperiale Zeichen sind in Blau appliziert, um seinen Status als Psioniker des Adeptus Astartes zu verdeutlichen. Er trägt wie immer eigentlich bisher sein Schwert im Gürtel, eine Pistole und etwas, das aussieht wie ein Flammenwerfer. Aber allgemein wirkt er entspannt. Brüder, gute Arbeit. Ihr habt euch wie immer selbst übertroffen. Naja, das Primärziel wurde erfüllt, aber den Tod der Schwester konnten wir leider nicht erklären. Erklären schon, nur den Täter nicht. Irgendeiner war ein Identifizierer. Grämt euch nicht. Ihr habt viel erreicht in wenigen Stunden. Und niemand konnte wissen, dass unsere Mission abgebrochen werden muss. Eloises ist tatsächlich etwas aus dem Ruder gelaufen und das Killteam wurde dezimiert. Mehr dazu später. Nicht auf Aurum. Können wir gleich aufbrechen oder noch die Siegesfeier abwarten? Wir werden noch die Siegesfeier abwarten. Ich werde deswegen selbst anwesend sein und ich habe auch Bruder Kalai mitgebracht, der die Initiationsriten der Death Watch mitgemacht hat, nachdem er ihn auf Raylas gut integriert habt. Wir sehen, dass er das Schwarz angelegt hat. Freut uns, einen weiteren kompetenten Streiter in unseren Reihen zu haben. Wie es alle sind. Es ist mir eine Ehre und eine Pflicht. Ja, Kalai, du kannst auch erkennen, Bruder Ifrit von den Salamanders, ein Devastator, der schon vor langer Zeit in die Gruppe integriert worden ist, aber auch eher ein Vertrauter von Tibias gewesen, sodass auch du Ifrit zumindest kennst und Ifrit dich. Ja, man neigt einmal in einer respektvollen Geste das Haupt, grüßt ihn einmal in der traditionellen, einfachen Sprache von Nocturne, wechselt dann sofort wieder auf Hochgotisch. Gut. Ja, ich werde einmal in die Umgebung hineinfühlen. Vielleicht gibt es etwas, das ungewöhnlich ist. Ja, während ihr dort steht, euch noch einmal die Hände schüttelt und euch ein bisschen umseht, könnt ihr auch erkennen, wie Alkedre auf euch zukommt. Während ihr dort steht oder gestanden habt, dem Sonnenaufgang zuseht, könnt ihr auch tatsächlich erkennen, dass Highstand zu großen Teilen in die Siegeshalle pilgert, das einzige Gebäude aus Holz, und dort dann darin verschwindet. Ihr könnt auch erkennen, wie einige von den Katachanern hineingehen. Archibald Hess, dem Brigadeoffizier, und auch der Vater Marius, der ebenso in die Siegeshalle einkehren wird. Alkedre ist eine der wenigen letzten, die euch dann auf dem Marktplatz abholt, während Kalai sein Warp-Auge öffnet.